Mein Name ist nicht nur Captain Dax. Ach, Quatsch. Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mad Eagle Dynasty. Ja, ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen was gemacht, ne? Hier die Felder angelegt und so. Die Brücke habe ich fertiggestellt. Kam ja bei euch ganz gut an, das Bauprojekt, ne? Also ich habe beim Schneiden auf jeden Fall gemerkt, dass das Ding einfach viel zu schmal ist. Und ich hier mindestens dahin will, wo der Zaun hier endet. Und ich mir dafür aber sehr, sehr viel Mut und Geduld antrinken muss, wahrscheinlich, dass ich das hier schaffe. Oder ich mach's mal offstream. Dann hört man mich nicht so laut fluchen. ja, also das Ding ist es halt einfach noch nicht. Das werde ich mal noch ausbauen. Aber wie gesagt, heute nicht, morgen nicht. Wir finden da schon einen Tag für. Ich werde mich irgendwann dran erinnern und dann werde ich sagen, scheiße, ja, ich wollte das noch machen. Egal. Ich wünsche euch eine schöne Folge und damit let's go. So, das Mondfeld muss auf jeden Fall noch zu Ende gedüngt werden. Ihr habt mir auch gesagt in den Kommentaren, Mond ist eigentlich nur dafür da, um Tränke zu brauen. In der Kräuterhütte und halt zum Kochen, Backen, Mondkuchen und so, ne? Ja, aber ich denke mal, dass ich Mohn auch ertragreich verkaufen kann. Also bleiben wir dabei. Das wird jetzt hier ausgesät, das wird geerntet und mitgenommen. Wird Mohn dann eigentlich gepflückt oder gesenzt? Das wäre vielleicht, das sind so Sachen, Die würde ich gern noch erspielen. Also das würde ich gern noch sehen. Wie wird das? Ich habe immer noch nicht genug Technologie für das Mäuerchen. Aber das ist ja Bautechnik, ne? Ja. Das ist Bautechnik. Mit der Mine kriegen wir das. Aber wie kriegen wir Bautechnik? Indem wir Sachen bauen, oder? Aber ich habe doch schon so viel gebaut. Was wir vielleicht noch machen könnten, ist hier so ein bisschen an unserem Kirschfeld arbeiten. Das fühle ich jetzt. Das mache ich jetzt. Das fühle ich. So. Dann können wir gleich den Zaun wieder setzen. Zack. So. Habe ich noch so ein Umgrabding? Nee, habe ich nicht, nee. Muss ich mir erst noch holen. Aber wir stellen ja welche her in der Schmiede, also dürfte was da sein. Steinhacke, 32 Stück, Alter. Okay. Nehme ich mir mal zwei. So ein bisschen habe ich mir auch überlegt, wenn wir theoretisch Hopfen anbauen würden. Wo? Und ich glaube, da oben, hinter den Häusern. Ich wollte ja sowieso mal da oben die Ecke schön machen. Von der da hinten noch gar nicht zu reden, aber die hier vorne hätte ich, glaube ich, erstmal schön. Weil die auch direkt hier am Dorfeingang ist. Und wenn, dann kann ich mir das da vorstellen, dass dahinter Hopfen angebaut wird. Könnte ich jetzt hier einfach noch was dran setzen? Bestimmt, ne? Bis hierhin. Ja, dann mache ich das doch hier auch bei den anderen beiden. Bis hierhin nochmal. Pflügt das jetzt um. Ist nur die Frage, kriegen wir im Winter so viel Kirschbäume ran? Und würden die dann im Sommer schon austragen? Ich glaube nicht. So, ist erstmal gerodet. Sieht man zwar im Winter nicht, aber egal. So. Ich würde jetzt hier wieder Holzzäune hinsetzen. Und vielleicht eventuell ein bisschen Platz lassen, damit man hier einfach zwischendrin noch reinkommt. Wisst ihr, was ich meine? Damit da so eine kleine Lücke entsteht, dass man da durchgehen kann. Es wird wieder sehr, sehr viele Stämme brauchen. Wir müssen gucken, ob die Holzproduktion jetzt wieder so angelaufen ist, dass wir das auch wirtschaftlich verkraften.
Know what I'm saying? Okay, holen wir uns mal ein paar Stämme und bauen wir da mal ein paar Zäune in die Wildnis. Erstmal muss ich das essen. Ich hoffe, es gibt hier noch eine Kohlsuppe für mich. Ja. Kohlsuppen sind aber zurückgegangen. Die sind ganz schön zurückgegangen. Also da wird kräftig gegessen in der Kohlsuppe. Aber freut mich ja, wenn die so beliebt ist, der Döner des Mittelalters. Und die Leute hier so zugreifen. Schön. Naja, wir haben jetzt 200 Holzstämme und ich werde jetzt wirklich viel verbrennen. Mein Bronzehammer hat nur noch 20%. Oh nein, wir brauchen demnächst einen neuen. Nachdem er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Folgen gehalten hat. Oh, irgendwer möchte was. Warte mal. Verwaltung? Die Schmiede hat keine Ressourcen mehr. Okay, okay. Haben wir keine Steine mehr oder was ist da los? Das Einzige, was mir einfallen würde, wären Steine, dass die alle sind. Weil die haben wir jetzt in der Produktion nicht berücksichtigt. Ja, es sind die Steine, die alle sind. Nee, wir haben noch 252 Steine. Stöcke sind alle. Ja, das läuft nicht hier mit den Holzfällern. Mal ganz kurz. Ja. Drei. Ich würde mal... Achso, der macht 50% Steine, 50% Kalkstein. Okay, achso, wir fördern Steine. Gut, gut, ich habe nichts gesagt. Den, Grabungsschuppen würde ich mal, da würde ich mal die Leute tauschen hier gegen die Holzfäller. Weil die haben einen höheren Wert. Und die fördern gerade nur Kupfererz und davon haben wir wirklich, davon können wir uns totschmeißen mit Kupfererz. So, und da holen wir uns jetzt in den Holzschuppen, in die Holzschuppen holen wir uns jetzt die Leute rein, die hier schon einen krassen Wert haben in Holzfällen. Naja, 7 und 4 ist okay. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt wieder Stämme rein. Ich habe noch einen 6er in Gewinnung, aber den würde ich gern in dem Grabungsschuppen lassen, der Kalkstein fördert. Weil noch brauchen wir, sind wir angewiesen auf Kalkstein. Zum Abdichten der Häuser. Muss erstmal was trinken. Dann haben wir eigentlich hier einen Baum. Ist der neu? Kenne ich noch nicht. Ja, noch eine Ladung und wir sind out of Stämme. Dann wird es schwierig, was zu bauen. Dann müssen wir uns anderweitig beschäftigen erstmal mit Quests oder so. Oder mit dem Besorgen von Kirschbaumsetzlingen. Also wenn das hier keine Bautechnik skillt, dann weiß ich auch nicht. Ja, wenn ich diese Lücke jetzt hier nicht gelassen habe, würde es mich richtig abfacken, da immer nach da unten zu laufen, um hier in die Reihen reinzukommen. Das ist schon ganz gut so. Da können wir eigentlich hier auch einen Weg von dem hier runterführen. Hier vorne hin so. Das ist so eine kleine Kreuzung. Ja, dann kann man hier so hochlaufen und die Kirschen ernten. Top. Ich überlege auch immer noch, ob ich da einen Feldschuppen hinbaue. Aber eigentlich lohnt es sich nicht. Weil die Kirschen können wir ganz easy selber ernten. Das fühle ich noch nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich hab's gelesen. Aber das ist so eine rhetorische Frage, die ich gerne stelle. Um mich einfach ein bisschen ruhiger zu führen beim Streamen oder beim Video machen. Wie auch immer.
apropos streamen und wohlfühlen, also einige haben ja auch mich so privat angeschrieben, so warum streamst du nicht mehr? Habe ich ja auch eine Zeit lang wirklich aktiv gemacht. Und ich muss gestehen, dass ich damals mit Twitch angefangen habe, weil ich gemerkt habe, dass es auf YouTube nicht so läuft. Mein ursprünglicher Plan, das, was ich eigentlich wollte, ist ein funktionierender und wachsender YouTube-Kanal. Und ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um 100 Abonnenten auf YouTube zu bekommen. Das war für mich schon niederschmetternd, sage ich mal. Wenn man sich natürlich auch Mühe gibt. Man schneidet Videos, man nimmt jeden Tag was auf und man macht und tut, ja. Und das Einzige, was ich wollte, sind so 2-3 Kommentare unter die Videos von Leuten, die dann auch sagen, geil. Finde ich gut, was du da machst. Und das war eigentlich alles, was ich wollte. Und dass ich das langsam, ne, dass sich das langsam reproduziert und wächst. Deshalb habe ich mit Twitch angefangen, weil da das Wachstum am Anfang leichter ist, muss ich gestehen. Da ich aber jetzt durch Twitch, durch Jagdsimulation, einen YouTube-Kanal habe, bei dem genau das passiert, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, muss ich sagen, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, live zu streamen, weil ich mich einfach in diesem Format hier wohler fühle. So ein bisschen quatschen, für mich alleine sein und das am Ende so schneiden, dass ihr das unterhaltsam findet. Und ja, mehr brauche ich nicht. Ich fühle mich so wohler. Ich würde noch mal ein bisschen Tierfutter machen. Allein, dass wir das auch mal gemacht haben jetzt, dass wir das haben, auf jeden Fall auf Lager und so. Und ich nehme aber nur die Hälfte der Körner, weil ich mit der anderen Hälfte einkaufen möchte. Ihr wisst, was das heißt. So. Aber ich finde es schon mal schön, dass die Stämme gereicht haben. Für das, was ich da noch dran setzen wollte an die Kirschplantage. Warte, hier vorne hat man Tierfutter hergestellt, ne? Genau. So, 416. Da wird wieder das ganze Stroh wird verraucht dafür. Oh, ich habe ein Landwirtschaftslevel gemacht. Ui, toll. Hat sich doch gelohnt, die Plantagen anzulegen. So, wir sind jetzt Landwirtschaft Level 7. Das ist schon mal gut. Wir hatten... Reittier kann mehr tragen. Langsamer Ausdauerverlust bei Reittieren. Ich glaube, das werde ich nochmal skillen. Man muss ja auch so ein bisschen handeln mit den Skillpunkten. Ja, ich kriege ja nur noch 3. Aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch einmal 2 bekomme. Wisst ihr, was ich meine? Bei irgendeinem Level bekommt man ja 2 auf einmal. Ja, ich habe mein ganzes Stroh verbraucht. Dafür haben wir jetzt 416 Tierfutter. Loi. Aber ich nehme mal das Haferkorn und das Roggenkorn und mahle das zu Mehl, damit wir das verkaufen können. Und ich denke, dass ich einfach jetzt schon mal so ein bisschen Hopfensetzlinge mit einkaufe. Ich pflanze sie noch nicht. Oder jetzt noch nicht, sage ich mal. Aber ich werde die trotzdem jetzt schon mal kaufen, damit wir die auf Heide haben. Wie viel Mehl haben wir jetzt? 1790 Mehl. Okay. Dann gehen wir doch damit mal einkaufen. Wo ist mein Pferd? Da vorne. Ach, das steht bei mir im Garten. Stimmt. Oh, nein. Falsche Abbiegung. Falsche Querstraße. Wir müssen hier rein. Ah! Baum! Ich habe übrigens so ein bisschen bei der Recherche, bevor ich Pferde hatte, habe ich so ein bisschen YouTube-Videos geguckt, ne? Was ist... Also,
was kann man mit Pferden alles so machen? Wo ist der Unterschied zu Eseln und so, ne? Und da habe ich dann ein Video gesehen und habe das auch, also ich habe in mehreren Videos gesehen, dass es Leute gibt, die nicht gern auf Pferden reiten, weil die zu schnell sind. Da dachte ich mir so, hä? Die sind zu schnell? Es geht da gar nicht zu schnell. Und dann doch, ich habe es aber verstanden dann, denen ist das zu schnell und zu unsicher und die reiten die ganze Zeit gegen irgendwelche Zäune und Bäume und machen sich so die Pferde tot. Kann ich verstehen, so ein bisschen, aber ey, Leute, so ein bisschen Movement muss man auch mal skillen, oder? Also, das ist keine Ausrede, wenn man hier irgendwo gegenreitet. So, nimm mir mal... Alter. Die hatte viel Kohle dabei. Ach so, glaube ich. Ich glaube, weil ich im Winter jetzt schon mal bei ihr war und was gekauft habe, ne? Ja. Ich erinnere mich. So, Hopfensetzlinge hast du 12. Nehme ich dir ab. Kirschbaumsetzlinge hast du 9. Nehme ich dir ab. Only the best products here. See you around. Hau rein. Maybe I should just leave it all and become a bandit. Die hat nämlich hier echt viele Bäume, ne? Ich glaube nicht, dass wir, wenn ich jetzt meine Reihe da so pflanze, auch so viele Bäume habe. Die hat schon noch mehr als ich. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich brauche die meisten Obstbäume. Oh, wir müssen unsere Leute ertränken und verbrennen müssen wir sie auch. Die brauchen Wasser und Brennholz. Dass sie die Ziegen auch hier einfach so rauslaufen lassen. Krass. Wir haben Vertrauen in ihr Vieh. Also jetzt erstmal zurück. Bedürfnisse regeln im Dorf und dann nochmal in die Stadt. Ich hoffe, ich schaffe das bis zum Sonnenuntergang. Ist ja auch wirklich hügeliges Gelände. Ich weiß noch nicht, ob das so gut wird mit den Hopfen. Aber wir finden schon Platz, würde ich sagen. Ich habe gerade gesehen, dass das Haus hier hinten noch eine Wand hat, die noch nicht verputzt ist. Schämen Sie sich, Herr Dachs. Boah. Ob das so eine gute Idee ist, hier runterzukommen? Hilfe. Oh, das war gut. Das war gut. Habt ihr das gesehen? Auf den Zaun. Das Pferd ist auf den Zaun gesprungen. Stand oben. Mit vier Füßen auf dem Zaun und ist dann nochmal weiter. Top. 21 Eimer bitte mit Wasser füllen. Ach nee, die Eimer mit Wasser müssen wir ja... ich erinnere mich, die müssen wir ja ins Ding setzen, ins Lebensmittellager. Lol. Na gut. Ja, ich glaube, ich werde nicht nochmal losreiten, das ist jetzt einfach zu spät. Werde ich wahrscheinlich auch noch kaum noch Händler antreffen. Und eine Fuhre Holz machen wir jetzt nochmal zu Brennholz, damit die nicht frieren müssen. Aber ich kann meine gekauften Kirschensetzlinge. Boah. Jetzt stand ich echt auf dem Schlauch. Meine gekauften Kirschsetzlinge kann ich jetzt in die Erde bringen. So, wo habe ich denn mein kleines Säckchen da? Plantage, Kirschen. Wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn man das im Winter macht. Also fürs Spiel glaube ich egal, aber im Real Life würde ich das nicht im Winter machen. Wenn die kleinen Bäumchen vielleicht noch erfrieren könnten. Okay. Schön die Reihe hier vorne gepflanzt, top. Ja, dann legen wir uns erstmal hin, oder was? Oder wie? Und am nächsten Tag verkaufen wir dann das restliche Mehl und klappern den Landwirtschaftshändler in der Stadt nochmal ab. So, letzter Tag im Winter. Ich hoffe, meine Felder werden gesät, gedüngt, was auch immer. Aber ich glaube, im Winter wird nicht gesät, ne? Aber die sollten das den Rest dann noch düngen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir im Frühjahr wieder sehr viel Geld brauchen. Und zwar 3555 Münzen. Schön Steuern zahlen. Ist noch keiner wach.
Aber der Händler, den ich brauche, der wohnt da. Was hast du hier eigentlich für ein krasses Blumenbeet? Wie kann man denn sowas machen? Und vor allem hier so halbrunde. Ist das hier real? Kann man das machen? Warte mal. Ist das der niedrige Stockzaun? Der sieht geil aus. Aber das hier ist nicht real. Das sind so Hochkantbretter. Ey, stellt euch vor, ihr müsst Bretter hochkant platzieren. Da kannst du ja gleich einen Strick nehmen. So. Dünger kaufen? Nee, ich habe genug Dünger. Hopfensetzling 12, nehme ich dir ab. Kirschbaumsetzling 10, nehme ich dir ab. Brauche aber trotzdem noch einen Händler. Du ja. Oh, it's you again. Der mir den Rest jetzt abnimmt von meinem Mehl. Okay. Whatever you need. Wir haben 5000 Münzen, sollte reichen für die Steuern. Da können wir dann auch, endlich mal Hanuta losschicken im Frühling. Dass sie dann halt im Frühjahr schön für uns dahin marschiert und Steuern zahlt. Ich meine, ich bin trotzdem in jeder Folge mindestens zweimal hier. Aber, kann die trotzdem mal für uns machen, oder? Was hat die bisher für uns gemacht? Nichts. Ein Kind zur Welt gebracht. Schön. Nein, nein. Ist schon krass. So. Schmiede hat wieder keine Ressourcen. Was ist da los? Holzfällerschuppen. Macht doch mal was für euer Geld. Mein Säckchen ist kaputt. Brauchen wir ein neues. Oh, wir müssten mal wieder welche machen. Wir haben nur noch 3. Kein Problem. Machen wir mal 75. So, mehr Kirschbaumsetzlinge haben wir jetzt erstmal nicht. Wir haben die erste Reihe von vorn bis hinten durchgezogen. Schön. Kann jetzt im nächsten Jahr wachsen und hier haben wir angefangen. Okay, müssen wir im Frühjahr dann was Neues kaufen. Ich habe jetzt auch keine Lust, wirklich jedes Dorf im Tal hier abzuklappern für Kirschbaumsetzlinge. Ich bleibe bei meinen 2 festen Anlegestellen. Muss ja jetzt nicht alles gleich gepflanzt werden. Kriegen wir im Sommer sowieso noch keine Kirschen von. Würde ich jetzt mal so frech behaupten. Wie viele Hopfensetzlinge haben wir jetzt? 26. Da können noch ein paar dazukommen. Das können noch ein paar mehr werden. Oh, wisst ihr, was ich nicht bedacht habe? Wisst ihr, was ich jetzt absolut nicht bedacht habe? Dass wir Roggen und Hafer noch aus... Okay, Roggen. Roggen ist okay. Hafer. Ich habe alles ausgegeben. Ach, Menno. Also wir müssen nochmal einkaufen. Hier ist eine große Einkaufsfolge. Wir müssen nochmal einkaufen gehen. Und Hafer kaufen. Wie viel brauchen wir? Hafer, 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 Hafer. 72. Wie viel brauchen wir von... Flachs? 108. Okay. Also könnte ich theoretisch... Theopraktisch Leinsamen mitnehmen und 108 hier wieder reintun. Genau. Dann können wir die Leinsamen noch verkaufen. Dann kaufen wir nochmal schnell Hafer. Macht ja nichts. Sind wir halt ein bisschen mehr unterwegs hier. Wir sind auch sehr kurz vorm Pferch. Ihr wisst, was Pferch bedeutet, ne? Schafe. Also Ziegen fühle ich jetzt nicht so. Klar, Ziegen für die Milch hat man ein bisschen früher Milch, als wenn man sich Kühe holt. Aber ich glaube, Wolle ist gerade ein bisschen wichtiger. Weil damit können wir auch nochmal richtig Knete machen. So. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel Hafer ich brauche. 72. Hello there. Hafer, Korn.
72 gekauft und dafür kannst du ein paar Leinsamen haben. Leinsamen sind auch richtig viel wert, ne? Kaufe ich hier schon wieder jeden Händler leer, nur weil ich Leinsamen verkaufen möchte. Nee, hätte ich fast mein Hafer verkauft. Lol. Okay. Wir haben jetzt trotzdem Plus gemacht, ne? Wir haben 7200 Münzen. Es wird immer mehr. Wir müssen schon wieder, weiß ich nicht, 3 Pferde von kaufen. Naja, 2. Okay. Hafer-Aussaat gesichert. Wie sieht es eigentlich mit dem Weizen aus? Weizen ist ausgesät, ne? Wenn, dann haben wir noch Weizenkorn. Okay. Aber Weizen wächst schon, ja. Genau, Hafer haben wir jetzt gekauft, Saat. Flachs haben wir uns was aufgehoben an Leinsamen. Ja. Ja, man darf das nicht außer Acht lassen, ne? Man macht mal schnell aus dem ganzen Körnern Mehl, verkauft den Bums und dann hat man am Ende keine Saat mehr zum Aussehen. Ich gehe nochmal mit unserem Kalkstein zu den Gebäuden und grade die ab. Mach da oben. Doch, irgendwann müssen wir auch das Haus da mal fertig bauen, ne? Kann nicht ewig eine Ruine oder eine Baustelle bleiben. Ey! Es flüchtet! Hallo? Also so schlecht ist es in meinem Dorf nun auch nicht, Witzebora. Bleiben Sie stehen. Sie sind festgenommen. Mach mal etwas Platz, Junge. Oh, habe ich ihn zurückgeschickt? Ah, sehr gut. Ich kann mit Kindern. Seht ihr das? Habe ich ihn einfach zurückgeschickt? Habe ich gesagt, hier, wenn du hier weitergehst, kriegst du nichts vom Weihnachtsmann. Und zack, der Latsch zurück. Top. So macht man das. Brot und Peitsche, sage ich da nur. Jetzt haben wir 2 Probleme in der Wirtschaft. Was ist denn hier schon wieder los? Die Schmiede hat kein Werkzeug? What do you mean with Werkzeug? Ihr sollt doch Hammer herstellen. Oder? Sollen die Hammer herstellen? Oder ist das einzige Werkzeug, was sie nicht herstellen? Kein Material für Steinmesser, kein Material für ein Werkzeug für Steinhacker? Tatsächlich, die stellen keine Holzhämmer her. Ich gehe am Stock. Trotzdem kein Material, was fehlt denn da? Stöcker. Aber wir haben doch Holzschuppen, die Stöcker herstellen, oder? Ja, hier, 50%. 84 am Tag. Was ist da los? Naja, also das Problem regelt sich von allein. Aber wir haben zumindest jetzt schon mal angewiesen, dass Hämmer hergestellt werden sollen. Holzhämmer zwar nur, aber jetzt haben wir 3 Probleme. Wollt ihr mich... Alter, jetzt ist aber vorbei. Ist auch Schmiede, ne? Jetzt hat er für den Holzhammer auch... Ja. Warten wir mal ab. Das fängt sich. Ich bin mir sicher. So, das Haus haben wir jetzt fertig verputzt. Jetzt sind wir am Großen dran. Oh. Hat gereicht. Okay. Wir haben alle Steinhäuser verputzt. Nee, da drüben ist noch eins, ne? Das da. Das ist noch nicht verputzt. Aber wir haben jetzt auch keinen Kalkstein mehr. Das hat genau für das Haus hier gereicht. Mal kurz aufs Dach gucken, ob das noch okay ist. Sieht okay aus. Was ist mit hier vorne? Sieht auch okay aus. Wie kann ich denn jetzt das Problem mit den Hämmern und so beheben? Soll ich jetzt wirklich Stöcke sammeln? Mache ich doch gern. Habe ich doch schon lange nicht mehr gemacht. Stöcke sammeln.
Wie viele Folgen ist es jetzt her? Bestimmt schon um die 20. Dass ich Stöcke gesammelt habe. Also so aktiv. Manchmal habe ich ein paar Stöcke gesammelt, weil ich nicht ins Lager wollte. Aber so richtig, dass wir jetzt das auch brauchen und so. Bestimmt schon 20 Folgen her. Guck mal, 55 Stöcke. Das müsste doch jetzt erstmal fürs Erste reichen, oder? Ja, jetzt haben wir nur noch zwei Probleme. Die beiden können jetzt Hämmer herstellen. So, naja, ich würde sagen, das war's mit der großen Einkaufsfolge. So viel eingekauft habe ich gar nicht, aber ich nenne die trotzdem, glaube ich, so die Folge. Ja. Finde ich witzig. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like und einen Kommentar zu schreiben. Würde mich sehr freuen und es füttert den Algorithmus. Und das sorgt dafür, dass halt mehr Leute das Video sehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.